zwei, drei. Ich bin Wissenschaftlerin, ich bin Lehrerin, ich bin Musikpädagogin, ich bin Germanistin, ich bin auch Deutschlehrerin, ich bin Sängerin, Gitarristin, ich bin Motivatorin in meiner Rolle als Vermittlerin, ich bin Schwester, ich bin Tochter, ich bin Ehefrau, ja, und bald bin ich auch Mutter. Ich bin eine Frau. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Baum. Ich beschäftige mich wissenschaftlich mit Kunstvermittlung. Sprich, ich habe Vermittlungskonzepte entwickelt, die dann in der Praxis, in der Schule erprobt. Darauf bezieht sich ja auch das neue Projekt Freiräume. Wir schauen uns da an, wie kann ich im Theaterbereich Kompetenzen erwerben, wie kann ich ein Stück dann, also das Ziel ist ein Stück quasi, selber zu schreiben, zu inszenieren, aufzuführen, wie komme ich dahin? Freiraum, ein Traum vom Baum. So hoch wie noch kaum. Doch, ist es nur ein Raum? Nein, es ist ein Traum von einem endlich großen Baum. Haben den nur Frauen? Nein, auch Männer, man glaubt es kaum. Freiraum. Für mich ist ganz wichtig zu überlegen, wie Schülerinnen und Schüler selbst schöpferisch tätig werden können. Also wie sie selbst etwas gestalten und kreieren können, sei es komponieren, auch schreiben. Und welche Rahmenbedingungen sie da vorfinden sollen. In der jetzigen Phase bei dem Projekt, das befindet sich noch tatsächlich in der Anfangsphase, geht es einmal darum, Hemmschwellen abzubauen, Hemmschwellen zu überwinden, zu schauen, was traue ich mich, wozu bin ich in der Lage, zu experimentieren und experimentell zu erproben, was möglich ist. Freiheit, Freizeit, Hobbys, Musik, Freunde, Vertrauen, Verantwortung, Familie, Inspiration, Kunst, Theater, Freiräume. Ich bin einfach wahnsinnig gern Lehrerin. Ich wusste auch immer schon, dass ich das sein möchte und werden möchte. Und begeistere ich mich selber für diese Dinge, für Kunst im Allgemeinen. Und es begeistert mich wahnsinnig, wenn ich sehe, dass sich andere auch dafür begeistern und dass ich vielleicht auch etwas dazu beitragen kann, dass sie sich so begeistern dafür oder dass sie zumindest in irgendeiner Form sich damit auseinandersetzen. Das ist wirklich, das sind meine schönsten Erlebnisse, wenn ich, und wenn es noch so eine kleine Sequenz ist, wenn ich mir anschaue, was Schülerinnen und Schüler so in kürzester Zeit schaffen können und wenn sie mir dann auch noch erklären können, warum sie es genau so gemacht haben, wie sie es gemacht haben und warum sie meinen Ratschlag jetzt nicht umsetzen wollen, weil sie haben sich was dabei gedacht, dann freut mich das noch mehr.